Einer der wichtigsten Typen in Pokémon ist der Ground-Type. Alleine um Tarnsteine zu legen oder auch Electric-Types zu checken, ist ein Ground-Type normalerweise eigentlich unabdinglich. Und deswegen wollen wir heute mal ansehen, wie gut sind die einzelnen Ground-Types und wie gut können wir die ranken. Als erstes habe ich mir ganz ehrlich gedacht, es gibt eigentlich keine FT-Ground-Types, weil die können alle normalerweise Rocks und die sind normalerweise gut. Das heißt, lösche tatsächlich auch F direkt. Und wir fangen an mit Sandshrew. Das Ding ist halt, ich wollte ihn kurz erwähnen, wenn Sandslash nämlich nicht im selben Tier ist, kann der Rocks und Spin. Aber ich packe ihn non-fully evolved, aber theoretisch hat er eine Nische. Sandslash, fangen wir direkt an, ist so ein D-Tier. Ne? Der ist ganz cool, weil er hat halt Spikes, der hat Rocks, der hat Spin. Das sind auf jeden Fall schon ganz coole Nischen. Das macht ihn auf jeden Fall nicht zu einem F-Mon. Der ist deswegen schon in Ordnung, aber der ist halt nicht gut, weil die Stats auf jeden Fall ein bisschen nervig sind. Aber der ist wirklich in Ordnung. Dann kommen wir zu Nidoqueen. Nidoqueen ist natürlich richtig gut. Nidoqueen hat den Bulk, der Poison-Type ist nice als Fighting Resist, hat halt T-Spikes, Rocks, ist halt sehr stark, deswegen würde ich den vielleicht so ganz artig stecken. Genauso wie Nidoking, aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Nidoking ist halt auf der einen Seite stärker, aber auch nicht so bulky wie Nidoqueen, was halt wirklich, glaube ich, nochmal einen Unterschied ausmacht und deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich finde halt, sagen wir mal, im Draft Nidoqueen auch wirklich eigentlich immer besser als Nidoking und deswegen würde ich die so ranken, weil Nidoqueen macht auch genug Damage eigentlich, dass es ausreicht. Und Nidoking fehlt dann aber manchmal einfach der Bulk, den er Nidoqueen halt mitbringt. Das heißt, Nidoqueen ist einfach der bessere Allrounder. Genau, Dicktree. Das ist halt so ein Ding. Das ist halt schwierig, weil ist der besser als Sandslash oder nicht? Weil das ist halt ein Ground-Type, der halt schwierig ist, weil der ist halt, also, okay, ist Trapping erlaubt, ist er halt direkt broken. Der ist halt einfach dann nicht gut, also der ist dann einfach zu gut. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass Trapping erlaubt ist, dass Trapping verboten ist, weil in jedem normalen Meta ist halt Trapping auch eigentlich verboten und in den meisten Draft-Ligen ist halt Trapping auch, wie es halt auch sein sollte, verboten. Dementsprechend würde ich sagen, ist halt das schon D-Tier. Ich meine, der hat 120er Speed, was nicht schlecht ist, aber eigentlich willst du den nicht haben. Mein Ground-Type sollte ja eigentlich auch Electric-Types checken, das heißt, ich glaube, das ist hier Low-D-Tier. Der ist nicht bad, weil 120 Speed und 100 Attack ist immer noch okay, aber den willst du halt eigentlich so nicht picken. Alola Dicktree ist schon ein bisschen besser, weil er hat noch Steel-Typing, aber ja, das ist halt immer noch ein bisschen schwierig, weil den willst du halt eigentlich auch nicht haben, weil ein Fraying Ground-Type ist eigentlich nicht das, was du haben willst. Ja, dann haben wir Golem. Golem ist tatsächlich in Ordnung. Golem ist halt vor allem super strong, was halt sehr nice ist. Der macht nochmal auf jeden Fall ordentlich Damage mit so einem Sturdy-Set mit Custom Explosion, kann ja auch echt cool sein. Und ich glaube, deswegen ist der auf jeden Fall nicht zäh, aber der ist auf jeden Fall in Ordnung, kann halt Rocks legen, das ist halt super nice, hat Sucker Punch, also hat auf jeden Fall eine Nische und ist einer der Lower Ground-Types, die aber auf jeden Fall was machen können. Checkt aber auch nicht viel, genauso wie Sandslash halt auf der speziellen Seite und deswegen ist er halt so ein bisschen mehr. Onix habe ich eigentlich vergessen, Non-Fully Evolve zu packen, der ist nämlich nicht gut. Marowak würde ich hier hinpacken, weil der kriegt die Rocks halt nicht reliable raus, der kann mal Damage drücken, ist aber halt zu slow, was halt nervig ist. Ich würde ihn sogar unter Sandslash packen, ach, und unter Alola Dicktree. Ja, ich glaube doch, weil die können halt noch Rocks rausholen und so, sind ein bisschen threateninger. Der hat dann Doppelstep. Aber das Ding ist halt mit dem klar, der kann mal attacken, ist aber so langsam und checkt dann noch nicht so viel. Das macht das schon ein bisschen schwierig, deswegen, naja, der ist nicht so nice. Dann Rizoros. Ja, Rizoros ist richtig nice. Rizoros kann halt schon mit Evolute bulky sein, bringt den Rock super reliable raus, kann halt auch Monster gut checken. Ist halt auch nochmal um einiges besser als Golem, deswegen. Ja, nee, der ist schon richtig, richtig nice und ein super solides Pokémon. Da ist auf jeden Fall ein C auf jeden Fall gerechtfertigt. Vielleicht sogar ein B-Kandidat, muss man mal überlegen. Schauen wir mal. Na, Morlott, jetzt auf jeden Fall besser als Rizoros. Ich würde mal den ins B packen. Weil er hat keine Tarnsteine, was sehr nervig ist, weil du willst immer, dass dein Ground-Up eigentlich auch Tarnsteine hat. Aber für einen richtigen Spieler ist Morlott schon ein verdammt gutes Pokémon und dementsprechend kann er nicht zu tief sein. Vielleicht kommt er noch. Ich packe ihn erstmal ins C, wir schauen mal, was passiert. Aber ja, der ist auf jeden Fall grundsolide und dann muss man einfach mal sehen, wie wir die Tierliste nachher gestalten, aber das wäre echt gut. Dann Skorgla. Ja, Skorgla ist richtig gut. Der ist immer so ein bisschen unterschätzt vielleicht, aber wenn du den mit Evolüten spielst, dann ist der halt auch wirklich bulky, hat Ruheort, den kannst du nicht toxiken, der hat Earthquake super. Der Tarnstein und Defog, was sehr wichtig ist, der hat U-Turn, der hat Knockoff, der hat halt so viel und tankt auch eine Menge. Also wirklich Skorgla, vor allem, weil wir wissen ja, wie gut Ground Flying für ein Typing ist, ist einfach super, super nice, richtig gutes Pokémon und dementsprechend hier B auf jeden Fall komplett gerechtfertigt. Ja, Stalos ist einer der Dinge. Ich würde Stalos tatsächlich, glaube ich, auch über Quagsire packen, weil Stalos ist halt einfach ein super solider Rocker. Der tankt halt immer was, vor allem bei der physischen Seite. Der tankt nochmal sehr effektiv jetzt auf der physischen Seite.
Selbst speziell Tangnammer Hits mit Body Press hat er nochmal einen super starken Move bekommen und ist deswegen einfach auch verdammt gut. Du kannst auch mal theoretisch ein Schäfer-Set spielen, wenn du wirklich willst. Und dementsprechend, ich glaube, Stalos ist einfach immer solide, ist auch ein recht guter Steel-Type. Und dementsprechend, ich glaube, der da ist auf jeden Fall hier komplett fein, so wo er ist. Megastalos ist, glaube ich, 2 Tiers vielleicht schon drüber, weil Megastalos einfach nochmal den Bulk viel verbessert und vor allem nochmal den Angriff mitbringt, der auch sehr wichtig ist. Das heißt, hier ist Megastalos auf jeden Fall nochmal um einiges besser. Aber ja, vielleicht kommt er noch ins B. Ich muss mal schauen, wie das noch weiter wird. Ich finde ihn so viel mehr besser. Dann Piloswine. Das hat die Frage. Eigentlich. Ich überlege, ob ich nicht eher picken würde. Ich glaube, weil halt der hier noch die Resistenzen gegen Feuer mitbringt, ist es, glaube ich, hier noch ein bisschen nice. Auch wenn Stalos eigentlich auch schon, obwohl. Ja, ich glaube, vielleicht würde ich das sogar so machen. Weil ich mag Stalos ganz ehrlich gesagt mehr als. Vielleicht mache ich das so. Vielleicht mache ich das tatsächlich so. Weil Stalos mag ich mehr als Keifel. Weil Stalos kann auch mal genockt werden und so. Tankt halt trotzdem sehr effektiven Hit, so auch wenn er Nahkampf ist. So, das machst du mit Keifel auch, aber Keifel ist halt so. Ja. Ist halt nicht so flexibel wie mit einem Stalos. Nee, ich glaube, das finde ich auf jeden Fall schon besser. Stalos kann mal Gyroball spielen und so. Nee, ich glaube, das finde ich hier schon so tatsächlich besser. Nee, dann ist tatsächlich der hier auch ein B-Pick. Und dann ist der hier im C. Das finde ich in Ordnung. Donphan, ja, ähnliches wie Sandslash. Ich glaube, Donphan, packe ich den hin. Weil Donphan ist nicht amazing, ne? Donphan ist aber auch nicht zu schlecht. Ja, ich glaube, Donphan ist eh so ein B-Ding. Donphan ist halt nicht komplett Trash. Obwohl. Deswegen ist halt, Donphan bringt halt Spin mit, was sehr wichtig ist. Und Rockstar hat keine Spezialdefensive, was ein Problem ist, aber dafür halt einen guten Angriff. Hat halt Knockoff, was sehr wichtig ist. Hat den Eyeshot, den er ja. Aber vor allem den Knockoff ist, glaube ich, bei Donphan sehr entscheidend, dass er das lernt. Das ist halt die Frage, wo packt man den dann natürlich genau hin? Das Problem hier ist natürlich, ich habe Donphan auch lange nicht mehr gesehen. Das heißt, da ist ein bisschen mein Kopf ein bisschen in der Warteschleife, wie der eigentlich eingerankt werden sollte. Ich schaue mal ganz kurz nach. Nee, Donphan war auch immer echt gut unterwegs und ich glaube, der passt hier rein. Ich würde Skogler dann doch besser, so als hätte Removal auch einfach viel reliable. Aber der ist schon echt stark. Also ich muss dann ehrlich sagen, hier die, wo ist der Attack? Ich bin da wieder, schon wieder falsch. 120 Attack ist schon solide. 120 Def, der ist schon in Ordnung. Dann spielst du Max HP, ja. Doch, ich glaube, der ist wirklich grundsolide. Der ist halt nicht amazing, aber der ist schon grundsolide. Zumpex ist auf jeden Fall, ich glaube, Zumpex ist vermutlich auch besser als Nidoqueen. Und die Kings, weil einfach Rocks und Flipturn super nice in Nische ist. Zumpex ist richtig bulky, das macht ihn nochmal richtig nice, hat auch einen guten Attack, kannst natürlich auch Special spielen. Nee, Zumpex ist immer ein verdammt gutes Mon und dementsprechend ist der hier auch einfach komplett verdient im A, glaube ich. Und auch besser als die Nidos, auch wenn ich die Nidos liebe. Also Nidoqueen liebe ich, Nidoking weiß ich nicht, aber ja, nee, ich glaube Zumpex ist einfach besser als die beide. Das ist ein Teamplayer, der Teamplayer ist immer grundsolide und dementsprechend passt er da auch hin. Mega Zumpex ist, glaube ich, vermutlich dann S, weil der mit Mega dann Flipturn kriegt er ja auch noch, hat er jetzt auch und dann im Regen ist er wirklich wahnsinnig stark und dementsprechend, ich glaube, der ist erstmal S. Außer, ja, wir gucken mal, wie viel noch kommen, aber ja, erstmal ist er auf jeden Fall S-worthy und einfach ein verdammt gutes Mega-Pokémon. Dann Kamerupt. Also ich finde Kamerupt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kann theoretisch manche Electric-Types auch checken. So ein Manectric zum Beispiel, weil natürlich mit Fire-Ground kann der die Electric-Moves natürlich sehr gut tanken. Und natürlich auch die Fire-Coverage. Und das ist natürlich ganz nice. Das heißt, der hat halt auch nicht so den krassesten Bulk, aber tankt auch mal was. Und das Fire-Ground-Typing ist halt sehr unique, was auch sehr cool ist. Und dementsprechend würde ich den tatsächlich, glaube ich, über Marowak auch noch einordnen, weil du damit offensiv auch eine Gefahr bist. Aber auch nicht viel mehr. Der hat nämlich Solid Rock, was auch ganz cool ist, aber effektiv, ja. Ich habe die anderen Mons geben, die auch mehr, sind auch mehr reliable. Aber ich glaube, Kamerupt ist schon sehr cool. Also der ist auf jeden Fall nicht komplett bad. Mega Kamerupt auf der anderen Seite, das ist halt eine Frage. Das Coole ist halt, den hatte ich immer gespielt, der ist halt super strong. Also selbst wenn du nicht investierst, dann macht so eine Feuerattacke oder so eine Erdkräfte richtig viel Schaden. Dann kannst du mal ein defensives Set fahren und dann ist das tatsächlich auch wirklich cool. Also den darfst du nicht unterschätzen. Und ich würde den, glaube ich, auch ins B packen. Ich glaube, gerade über Donphan. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen ein Donphan, nicht so ein Donphan-Enthusiast. Und so ein bisschen mehr Mega-Kamerupt-Enthusiast. Vielleicht ist das so ein bisschen das Ding. Aber ich finde den halt wirklich nice, ne? Weil der ist halt schon echt stark. Oder bin ich da alleine? Doch, ich glaube, ich darf da ein bisschen rumspinnen.
Obwohl, du musst überlegen, was er dir für ein Tier, was er dir für dein Team bringt. Vielleicht, wenn du da so ein bisschen denkst, dann denkst du dir, ja, als Flystone fand besser. Aber ich finde Mega Kamerup cooler und ich glaube, dabei langt's Mega Kamerup ist cooler und dann passt das hier auch. Klacknion. Knackleon wollte ich halt nur nochmal bringen, weil wenn Trapping erlaubt ist, ist der obviously broken. Ja, tatsächlich, den kannst du mit Cell spielen, da kannst du was trappen, das ist irgendwie doch sehr unfair. Aber ja, not fully evolved, obviously. Der First Impression, aber den sollst du, glaube ich, nicht picken, wenn der kein Trapping kann. Flygon ist cool. Flygon ist grundsolide. Flygon ist, glaube ich, eher so ein B-Mann. Ich finde Skorgler, glaube ich, besser. Weil... Ja, warum eigentlich? Ja, weil der kann Knockoff und der kann kein Knockoff. Vermutlich ist das so ein bisschen das Ding. Und der ist halt auch ein bisschen bulkier noch. Ich glaube, dann nimmt es ein bisschen... Oh ja, und der kann Rocks und der nicht. Aber ich glaube, die nehmen sich nicht so viel auf jeden Fall. Flygon ist ein super cooles defensives Mon. Dass er Defa bekommen hat, ist amazing. Physisch ist er auch sehr cool. Und dementsprechend, ich glaube, Flygon ist wirklich schon grundsolide. Und muss man mal sagen. Velza, ja, Trash. Das wäre tatsächlich ein F-Ground-Type. Weil der bringt der keine Rocks. Warte, lass mich mal gucken. Ich glaube aber, der bringt dir keine Rocks. Also vielleicht habe ich hier die ganze Zeit drauf geschlafen und der ist tatsächlich doch grundsolide, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der keine Rocks kann, was halt einer der Probleme ist und halt auch nicht wirklich bulky ist, um irgendwas zu können. Genau, der kann keine Rocks. Und der hat auch nicht wirklich irgendwas, was den wirklich rausbringt. Also der ist halt einfach... Das ist, wenn wir Pech haben, der schlechteste Ground-Type, den du haben kannst. Das ist dann halt einfach so. Ja, dann kommen wir zu Claydol. Claydol immer so ein kleines Meme, aber mit Teleporten, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er eine kleine Nische mittlerweile bekommen, weil er ist nicht stark, der kann ein bisschen tatsächlich was tanken, aber der kann halt Rocks legen und dann teleporten oder spinnen und teleporten. Das ist tatsächlich ganz cool. Das gibt ihm eine kleine Nische. Ich finde sowas wie Alola Sandslash probably noch besser. Ach, Alola Dugtrio. Sandslash vermutlich auch, weil er kann immer sowas wie Knock und Schaden machen. Das kann der halt weniger. Der hat Ice Beam, ne? Das ist ganz cool, dass Claydol Ice Beam kann, aber der hat halt 70 Special Attack. Das macht halt nix. So, und ja. Ist halt schwierig. Aber Claydol ist nicht kompletter Ausfall, ne? Aber ja, der ist auch einfach nicht gut. Kein Komplettausfall, aber wirklich auch einfach kein gutes Pokémon. Muss man doch auch mal sagen. Genau. Und dann... Genau, kommen wir zu Shellterra. Ja, eine der Starter. Das Ding ist halt, Grass, Ground ist halt so ein bisschen schwierig, weil, naja, ist nicht so das geilste Typing. Aber es ist immer noch Shellterra, der ist recht strong und dann halt so mit dem Grass-Move attacken. Naja. Das Problem ist halt, offensiv ist das halt schwierig, weil die checken halt immer noch Bug-Types und Flying-Types. Da hilft dir der Grass-Type halt nicht so wirklich und das ist das kleine Problem hier. Wird halt auch noch Stonehenge spielen, so, das ist halt ein bisschen nervig. Aber der ist cool, I guess, weil er mal was tankt. Der ist nicht komplett bad, glaube ich. Ja, vielleicht. Das Ding ist halt, Sandslash hilft dir halt einfach mehr. So, und Torterra ist halt das Ding, der checkt noch nicht mal Water-Types, ne? Weil das Problem ist halt, der hat halt noch nicht mal eine Water-Resist und selbst wenn, du kommst in Scald rein und ja, der ist halt wirklich nicht gut, ne? Also der ist ja, ne, ich guck mir den mehr an. Ich glaube tatsächlich, dass Sandslash noch mal besser ist. Ich glaube tatsächlich, dass... eigentlich... Doch, ich glaube, so ist das in Ordnung. Alola Dugtrio ist auch noch besser. Aber ja, das ist halt nicht so nice. Er kann aber Rocks, ne? Der kann nicht komplett bad sein. Der checkt halt irgendwo noch Electric-Types. Es ist immer noch ein... ist immer noch ein Ground-Type. Die können nicht so bad sein. Wir nehmen mal einen Gastrodon nur. Und Gastrodon, glaube ich tatsächlich, würde hier locker ein B reinpassen. Gastrodon ist nämlich wirklich grundsolide. Ist ein richtig guter Ground-Type. Checkt da eine Menge, gibt halt keine Rocks, keine Utility ansonsten. Ich würde den aber dann mal hier hinpacken. Ich glaube, das ist in Ordnung, weil Gastrodon ist halt wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Und ich mag das, dass wir hier Water Ground haben. Das finde ich ist ganz nett. Wir müssen gleich gucken, was wir mit Branawatz machen, aber whatever. Wo wir Branawatz sind, skippen wir einfach mal zu Branawatz, weil dann können wir das komplementieren. Ich finde Branawatz tatsächlich ein bisschen besser als Gastrodon, einfach weil er die Rocks mitbringt und halt auch sowas noch wie Knockoff, so eine Power-Whip. Das ist ein cooles Moveset und die Rain-Nische, stimmt, die Rain-Nische. Allein die Rain-Nische muss dann, glaube ich, hier nochmal ins A packen. Das ist, glaube ich, ganz cool, dass die beiden fusionieren so ein bisschen, dann ist das quasi der wirkliche A-Ground-Type. Ja, nee, ich finde das in Ordnung. Ich glaube, Branawatz ist bei mir tatsächlich in Anerkennung auch ein bisschen gestiegen, weil ich glaube tatsächlich, die Gegen-Nische ist wirklich, wirklich gut. Branawatz ist halt auch einfach ein super solides Pokémon. Ich finde ihn auch nicer als das hier im B eigentlich und dementsprechend, ich glaube, das ist hier okay. Dann Knackleon,
Ja, der ist. Da gibt es normalerweise besseres. Ich packe den Not Fully Evolved. Aber Knackrack, obviously. S-Tier, Ground-Type, genauso wie Mega-Knackrack. Wen willst du eher picken? Ich finde normales Knackrack immer noch besser als Mega-Knackrack. Klar, du kannst jetzt hier immer noch SD Scale Shot spielen, das möchtest aber auch normalen Knackrack auch. Aber die nehmen sich nicht viel. Ich glaube, als Mega-Pokémon, weil Mega-Knackrack so ein bisschen weird ist, finde ich halt Mega-Swarmwind immer noch nicer. Aber Knackrack ist ohne, also ohne Competition hier bei den Pokémon, den drei, die wir aktuell sehen, hier das beste S-Pokémon gerade aktuell. Da kommt noch ein anderes gleich, aber genau, you know, Knackrack ist auf jeden Fall ein super gutes Pokémon und auf jeden Fall verdient sich das hier. Manche sagen, den kann man picken, deswegen wollte ich ihn mal kurz benennen, aber ich muss sagen, Hippopotas, ganz ehrlich, ja, der ist halt, wenn du Sand haben willst, ja, theoretisch, aber Sand ist nicht unbedingt es wert, um halt für sowas Hippopotas zu picken und deswegen nein. Da kommen wir aber zu Hippotaros, der ist komplett solide, der ist so ein A-Tiermon. Der, glaube ich, ist wirklich konsolidiert. Ich mag den Nidus ein bisschen mehr. Ich glaube, Hippowdon ist halt wirklich, hat halt sehr, obwohl, ah nee, der ist schon besser als die Nidus. Aber Hippowdon hat, glaube ich, so ein bisschen Anerkennung verloren. Der wurde immer so als der Smon genommen, wurde halt immer den mit Sandpicks und dann halt ein Sandsweeper, aber dass Sand so ein bisschen verloren hat, ist das halt ein bisschen schwierig. Aber Hippo ist halt immer noch sehr bulky, ne? Der macht halt das, was er halt seit Anfang macht. Der hat sein Recover-Set mit Earthquake, Toxic Rocks oder was auch immer. Oder halt mit Raw oder mit Ice Fang oder was auch immer. Und das macht er halt gut und das macht er solide und er tankt eine Menge. Und auf den musst du dich immer einstellen. Ich glaube, deswegen ist er halt immer ein grundsolides Pokémon. Aber ja, ist halt sehr eindimensional. Aber ist ja auch in Ordnung. Skogro, das ist ein weiteres ST-Pokémon. Ich packe die Megas mal hier hinten, weil die müssen halt mega haben. Skogro, es ist halt debattierbar, ne? Was halt besser ist, Garchomp oder Skogro? Das kommt, glaube ich, auf die Meta an, die du spielst. Ich glaube, da Garchomp Scale Shot hat, ist Garchomp besser, aber Skogro ist halt wirklich gut. Also wirklich, Skogro ist wirklich einer der besten Ground-Types, die erlaubt sind. Der tankt so viel. Poison Heal ist eine richtig gute Fähigkeit. Einfach komplett krank, was der manchmal macht. Knockoff ist halt auch super amazing, dass er das hat. Skogro kann immer leider zu viel 1v1, das ist amazing. Und dementsprechend, der ist wirklich richtig gut. Kommt auf an, ob die HPs erlaubt sind. Mit HPs kann man da noch ein bisschen besser gegen funken. Aber selbst der tankt welche. Also ist nicht so, dass du den unbedingt defeaten kannst, wenn du eine Hidden Power spielst. Und dementsprechend passt das. Aber ich glaube, Garchomp ist einfach besser. Also, weil du halt so Scale Shots setzt mittlerweile aus. Und Garchomp ist deswegen auch einfach gefährlicher. Du kannst Bulky Garchomp spielen. Ich glaube, der gibt dir noch ein bisschen mehr. Aber Skogro, wirklich verdammt gutes Pokémon. Also, der ist schon krank. Genau. Und dann Mamutel. Ja, der ist kein S. Der ist. Okay. Der ist. Das Ding ist halt, die Nidus haben T-Spikes, ne? Und ich finde halt die Nidus Threateninger als. Na, I guess nicht. I guess mehr Motion Threateninger. I guess ist okay. Ich glaube, die Nidus sind vermutlich ein bisschen schwächer als Mamutel. Aber Mamutel, wirklich nicht so der krasseste Ground-Type. Der ist normalerweise immer in so Draft-League-Tiers immer ganz oben, so erstes Tier, aber ich finde, der ist ein bisschen teuer dafür, muss ich ganz ehrlich gestehen. Der ist in Ordnung, aber der tankt halt nicht so das, was du von einem Ground-Type erwartest. Also, wenn du die alle hier vorher anguckst, die tanken halt was, können Rocks legen, sind halt super solide. Mamutel nicht so, und das ist halt wirklich ein Problem. Eigentlich, ich finde Nidoqueen auch nicer, weil der tankt mehr, ne? Nidoqueen kann es auch mal gut defensiv spielen. Persönliche Präferenz würde ich sagen, Nidoqueen ist vorne, ne? Ja, vermutlich ist das hier aber richtig. Gehe ich mit. Ja, wir gehen mal mit dem vermutlich richtigen. Weil Mamutel offensichtlich eine große Gefahr. Sind die Nidus, wie gesagt, auch, aber es ist ein bisschen einfacher, mit Mamutel da, glaube ich, reinzublurren. Weil bei denen musst du immer auf Coverage Moves gehen, bei dem haust du die Steps rein, da ist schon ein Unterschied. Ja, das ist schon in Ordnung. Aber ja, spielt dann einfach ein offensives Set mit Mamutel. Versucht gar nichts, Rocks zu legen. Aber das ist ein Problem. Du pickst einen Ground-Type, weil du auch Rocks legen willst. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen Nidoking auch schlechter, weil da ist Rocks legen halt schwieriger. Stalobor, ein weiteres S, aber ja, es ist gerade so noch S. Stalobor ist echt schwächer geworden, aber Stalobor kriegt halt immer noch viele Kills, das muss man auch sagen. Aber ich meine, mit Spin, Speedboost ist das schon sehr nice, muss man immer noch sagen. Stalobor ist immer noch eine Gefahr, ne, muss man auch sagen. Moldbreaker auch sehr cool. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die sind halt um einiges besser einfach. Das ist schon cool, ne, aber die sind einfach besser. Wie finde ich die anderen Megas? Also, der wird auf jeden Fall nicht ins A rutschen, ne? Aber wie finde ich die Megas? Ich glaube, ich packe die Megas hier wirklich. Ich packe die Regular Mons hier einfach vorher. Aber ich finde auf jeden Fall Stalobor nochmal um einiges schwächer. Nicht um einiges, ne? Weil es immer noch mehr ist. Aber ich finde so ein Gliscor schon viel nicer als halt so ein Stalobor, weil er einfach viel mehr besiegt. Und halt so ein Knackrack auf jeden Fall. Aber ja, das ist schon in Ordnung. Der ist auf jeden Fall immer noch ein S. Krokorok.
Ich dachte vielleicht, aber nein, komm. Aber Crocodile. Crocodile ist, glaube ich, so eine Art hier, aber hier vermutlich. Hier. Deswegen ist halt, ich finde die Nidos halt richtig gut. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Vielleicht da? Das gefällt mir. Weil ich glaube, von der Offensive ist vermutlich Marmutel gefährlicher. Aber dafür ist halt Crocodile halt schon ein super cooles Komplettpaket mit Rocksetter, Intimidate, Knockoff. Ist halt ein super nice Step, den zu haben, weil Dark Ground ist halt eine super nice Coverage. Kannst du mal Mox-Set fahren, ist halt ein bisschen schwierig, aber Crocodile macht schon immer einen soliden Job. Ich würde die alle davor halt eher gerne haben wollen, aber Crocodile immer super solide, muss man sagen. Und deswegen verdammt gutes Pokémon. Genau, finde ich halt auch besser als so ein offensives Nidoking irgendwie. Dementsprechend passt das. Obwohl, ja, ich darf die nicht trennen, dann machen wir das so. Aber ja, Crocodile ist schon auf jeden Fall komplett solides Pokémon und auch richtig nice. Dann kommen wir zu Stunfisk. Ja, der ist tatsächlich nicht so bad, weil er checkt Electric Types und das ist irgendwie so das, was es ja machen soll. Und das ist komplett fein. Packen wir den dann hin. Hier gefällt er mir. Der ist halt so schon Trash, aber halt besser als halt der andere Trash hier, weil er tatsächlich eine Rolle und der Gäste ist okay. Ja, ist okay. Wenn der Volt-Switch hätte, das wäre sehr cool, aber hat er nicht. Aber der hat doch Toxic und so und deswegen, den darfst du nicht unterschätzen. Der hier ist Trash, weil er kein Toxic und der macht deswegen nichts, aber der ist besser als Velser, deswegen passt er denn, weil der immer Rocks. Aber ja, der ist wirklich nicht gut. Also, der macht wirklich nicht viel. Golurk ist richtig cool. Golurk würde ich hier in... Ah, ich bin leider besser, aber Golurk würde ich auf jeden Fall hier hinpacken. Golurk hat auf jeden Fall mit Poltergeist einen super starken offensiven Move. Aber vielleicht unterschätze ich Golurk. Vielleicht sollte Golurk sogar ein bisschen higher sein. Gucken wir uns mal an. Golurk, der ist aktuell sogar im Endio. Oh, krass, 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 krass. Ja, wisst ihr was? Komm, wir packen den mal hier hin. Ich glaube, ich finde den sogar nicer als Pilosun, wenn ich drüber nachdenke. Weil man muss mal überlegen, so Bandit, der mit Poltergeist und so weiter. Ich glaube, du darfst nicht an das offensive Set denken. Oder ich meine, allein wenn du sowas wie Rock Polish auch spielst, ne, mit Rock Polish spielst, ne, mit Life Orb und dann halt Dynamic Punch, Poltergeist, Earthquake. Ich glaube doch, der kann sehr gefährlich sein. Ich glaube, wir schlafen auf dem. Ich glaube, das ist immer noch nicht B, aber der ist, glaube ich, super strong. Kannst du mit Rock spielen? Ja, doch, ich glaube, mich überzeugt mich ein bisschen mit dem. Der ist wirklich gut. Das passt dann schon. Vor allem, du kriegst immer so recht blau. Dann Lenoi mit Sheforce ist halt broken, deswegen kommt er hier hin. Wir gehen nicht auf komische Sets aus, wo irgendwelche Abilities dann. Also, du darfst nicht spielen, aber ohne Sheforce. Das finde ich halt alles ein bisschen komisch. Das sollten wir jetzt nicht so machen. Deswegen packe ich den in Uber. Lenoti. Ja, das ist vermutlich einer der Schwächeren. Obviously der beste Ground-Type. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Der bringt dir halt alles mit. Der gibt dir U-Turn, der gibt dir Knockoff, der gibt dir Defog, der gibt dir Rocks, der gibt dir Intimidate, der gibt dir 145er Attack, der gibt dir 105 Special Attack. Der ist halt noch recht fast. Lando gibt dir alles. Lando gibt dir einfach alles. Ein super nice Typing. Schau, Lando ist halt einfach so super Budget für einen Esmon. Der ist zu billig für einen Esmon auch noch. Das ist halt amazing. Der gibt dir halt so viel. Das ist einfach ein so gutes Pokémon. Der ist auf jeden Fall S. Ohne debattierbar. Es ist undebattierbar. Es ist einfach das stärkste S-Pokémon. Ich glaube generell einfach das stärkste S-Pokémon von allen Typings. Von den Laupen-Pokémon würde ich sagen, ist Lando, glaube ich, das Beste. Weil es dir einfach am meisten gibt. So, du kannst mit Lando alles machen. Und wirklich, Special Attacker, physischer Attacker, physisch-defensiv, speziell-defensiv, Rocker, Defogger, Momentum-Mon, kann man Knockoff spielen, ist ein Scarfer. Was willst du, was kannst du, ist ein Suicide-Lead, ist ein Setup-Mon, was du machen willst, Lando kann es. So, es ist einfach das ultimative Pokémon. So, es ist einfach das beste Pokémon. Es ist einfach so. Der Diggersby, das ist halt strong. Mehr muss besser. Ich finde ihn nie. Ah, Digga ist bestimmt echt strong. Ich glaube, hier ist das okay. Ich glaube, Memo ist, glaube ich, strong als... Rocks sind nice als Spikes, I guess. Ich mit beiden willst du nicht ersetzen. Obwohl, mit Diggersby sollte man vermutlich Spikes spielen. Weil die wollen dann halt pivoten. Vermutlich sowas wie Tangrowth. Dann kannst du Spikes drauflegen, das ist ganz cool. Und dann halt noch U-Turn. Obwohl, Diggersby hat U-Turn. I guess, dann ist der besser. Doch, ich glaube, Diggersby ist vermutlich besser. Ich glaube, Diggersby wurde auch mehr gebannt als... Mammoth von sowas wie Yu-Yu. Ich glaube, das ist in Ordnung. Diggersby ist schon echt strong. Kommt auch drauf an, ob er Return hat natürlich dann. Dann ist er nochmal ein bisschen stärker, aber Diggersby ist schon verdammt, verdammt stark. Bringt ihn nur defensiv nicht so viel, was ein bisschen schwierig ist an diesen beiden Pokémon hier. Zygarde ist obviously broken. Finde ich Zygarde mehr broken als Lenoi? Ich finde Lenoi, glaube ich, stärker. Lenoi ist schon wahnsinnig stark mit Life Orb Sheer Force. Das ist unglaublich. Obwohl,
Ja, Seigert ist halt so böse broken, weil er halt so richtig bulky ist und dann subbt er und die Diet oder keult und dann kannst du nichts machen. Oder auch kann Eden Pause existieren. Der ist schon frech. Es gibt Ligen, da ist der Laub, das ist echt frech. Naja. Seigert in der 10% Form, der ist sehr cool. Banded Thousand Arrows ist eine sehr coole Nische. Ich würde sagen, der ist irgendwo hier. Weil ich finde Flygon besser als Brown Dragon, einfach weil der Roost hat und so weiter. Aber die Thousand Arrows Nische ist ganz cool. Das ist halt frail, ne? Das macht dann halt so ein bisschen, Aber ich glaube, so in der Mitte ist dann ganz nice. Bei Banded Thousand Arrows drücken ist halt wirklich komplett fein. Genau, und deswegen glaube ich, einfach mal hier so rein ist, glaube ich, in Ordnung von den beiden. Ich glaube, so Mega Kamo ist so ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, als Breaker reicht er tatsächlich auch schon. Er hat nur 100 Attack, ne? Aber wenn du halt Banded Thousand Arrow drücken kannst, brauchst du dann noch irgendwas an Shieldforce und so weiter. Ich glaube nicht. Und dementsprechend, ich glaube, der ist hier komplett in Ordnung. Hat keine Rocks natürlich, aber ich glaube, der ist hier schon fein. Mudsdale ist einer der billigeren Groundtypes, so einer der Budget-Groundtypes, aber der ist auch immer komplett in Ordnung. Also der ist schon recht gut. Wo würden wir den denn dann hinpacken? Ich glaube, ich finde den besser als Piloswine, muss ich sagen. Ja klar, Piloswine hat mehr Coverage, aber der hat halt mehr Attack und der hat auch noch Stamina und ja, auch Close Combat. Ich glaube, hat Mudsdale irgendwie einen. Ich glaube, der hat Rockslide, oder? Ich glaube, das ist auch komplett in Ordnung. Ja, Rockslide. Ich glaube, Mudsdale ist schon besser als Piloswine. Müssen wir mal realistisch sein, aber ja. Nee, der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Den darfst du auf jeden Fall nicht unterschätzen. Den siehst du auch immer mal wieder. Das ist schon komplett in Ordnung und deswegen, glaube ich, passt der auch komplett gut rein. So sieht Steelix ist immer noch besser, aber ja. Das passt schon. Dann die Sandburg. Die finde ich nicht so gut. Die ist probably. Ja, aber die ist halt nicht. Ich glaube, die ist halt nicht. Ich glaube, die ist halt nicht Last hier, weil die kannst du halt tatsächlich auch mal spielen. Weil, naja, ist halt vom Typing so ein bisschen das Golek-Argument. Ist halt nicht gut, aber so physically defensive sehe ich die auch noch. Dann halt mit Special Moves anfangen. Ist halt schon was anderes. Ist halt schon einfach ein anderer Ground-Type. Und dass er halt Rocks hat, ist dann auch mal ganz nice. Ich glaube, das macht den nochmal so ein bisschen nice. Das Einzige, was er dann hat, Walls sind obviously sowas wie normal Flying-Types. Davon gibt es aber echt nicht viele. Und ich glaube, die Sandburg ist schon in Ordnung. Ich meine, wenn wir uns die anderen angucken, sind die auch alle nicht so gut. Aber ich glaube, die Sandburg tatsächlich kann auch eine Nische haben. Ich gucke es mir auch nochmal an. Nee, ich bin damit recht zufrieden. Dann, oh Gott, ich bin ganz ehrlich, ich habe bei dem keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mehr, wie der heißt. Ich muss ganz ehrlich mal nachgucken. Doch, Sandaconda, glaube ich. Ich meine, was er wirklich mitnimmt, ist halt, dass er Shedskin hat. Das heißt, du kannst in Restzeit fahren, was ganz nice ist. So Rocks auf dem sind ganz nice. Und der Speed von dem ist schon sehr cool, weil alle Ground-Types sind öfters mal halt einfach echt langsam. Und der hat schon über 70er Speedbase, was schon echt cool sein kann. Und dann noch so ein Glare-Pokémon wirklich zu paralysieren, ist auch eine Nische, die du eigentlich sonst nicht hast. Das heißt, der hat schon ein paar coole Dinge, ist aber auch wirklich nicht amazing. Aber ich würde tatsächlich sagen, der ist aber besser als die LMD. Ich würde sogar sagen, besser als der hier. Ich finde Rhydon einfach noch vom Konzept einfach mehr solide, weil er einfach super bulky ist. Aber ja, Sandaconda ist auf jeden Fall nicht bad. Der ist auf jeden Fall kein Trash. Ist einfach nur eine Frage, da rauszufinden, wie der wirklich funktioniert. Und dann kommen wir zum Lastmon. Und da bin ich auch wieder ganz ehrlich. Der geht halt auch so ein bisschen an einem vorbei, weil der wurde am Anfang mal gespielt, hier Runericus. Aber dann haben, glaube ich, alle gemerkt, der ist eigentlich echt Trash. Und dann, ja, kann man nichts mit. Aber ich weiß auch nicht, wo ich ihn hinpacken soll. Ich muss echt mal nachgucken. Also es ist ziemlich, glaube ich, anscheinend agreed, dass halt die Sandburg besser ist als Runericus. Aber glaube ich, Special und halt Recovery. Der hat aber auch sowas wie Will-O-Wisp, ne? Und der hat auch sowas wie Toxic Spikes, was er nice hat. Poltergeist, Earthquake. Der ist nicht komplett bad. Auch Body Press mit der Death, der ist wirklich nicht komplett bad. Ich würde tatsächlich sagen, ja, der hat schon echt eine Nische, ne? Also ich würde sagen, der ist dann vermutlich D. Der ist besser als sowas wie Golem. Ja, aber auch nicht viel. Und ich glaube, damit sind wir auch dann tatsächlich schon durch. Und das wäre dann tatsächlich auch die Tierliste. Dann gucken wir nochmal durch, ob mir das so gefällt, weil wir haben ja noch ein klein wenig Zeit. Wir haben Uber halt, obviously, die Monster die broken sind. Wir haben Lando als bestes Groundmon, obviously, Garchomp danach, Gliscor. Das gefällt mir alles. Und Excadrill, das gefällt mir die Reihenfolge. Swampert und dann Mega Garchomp finde ich auch okay. Dann haben wir einmal Hippo, dann haben wir Swampert, finde ich auch noch, Diggersby Memo. Das mit den Nidos nervt mich immer noch. Wisst ihr was? Ich mag die Nidos und ich würde tatsächlich Nidoqueen hier vorne packen. Ich finde Nidoqueen ist einfach amazing und dementsprechend kommt Nidoqueen einfach hier und das gefällt mir viel mehr. Dann Rabigato, okay, Steelix Mega. Der ist ein bisschen weird, einfach hier so reingefährt. Ich glaube, das glaube ich, okay, ich glaube, Brana war es hier nochmal so am Ende. Ist wirklich auch in Ordnung, weil der echt gut ist. Ja, dann hier Gligar, wirklich super solides Mon Flygon auch.
Psyduck, genau, Kamerupt, Donphan. Ich glaube, Donphan kommt vermutlich vor Kamerupt. Gastrodon, Steelix, glaube ich, vor. Ja, vor Gastrodon, einfach weil er keine Rocks kann. Aber halt super solides defensives Mon auf jeden Fall. Dann haben wir hier mal Böllern, dann haben wir defensive Ground-Types, die finde ich auch alle okay so. Dann haben wir die Sandburg und dann haben wir die Dämons und die Dämons. Ich glaube, das ist in Ordnung, wie wir die gerankt haben. Ja, das war dann die Tierliste zu den Ground-Types. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie findet ihr denn die Ground-Types? Es waren ja auch gar nicht mal so viele dieses Mal. Meint ihr das richtig so? Was euer Lieblings-Ground-Type? Auf was greift ihr mal zurück? Solltet ihr mal die Möglichkeit haben, Ground-Type zu spielen? Ich bin mal sehr gespannt. Ja, mal sehen, was wir noch so viel... ja, tatsächlich Typen abhandeln werden. Das wäre es aber erstmal. Wir sehen uns dann mit einem nächsten Video bestimmt. Und ich sage dann bis dann und ciao.